Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 2 mit Odo und Schweiger. Hallo Schweiger. Hallo Odo. Gut, machen wir einfach weiter. Ich erzähle nicht viel, weil die Leute müssen sich das eh anschauen. Sie werden dann schon sehen, was passiert. Okay. Eine der Zwillinge habe ich da verlobt. Das habe ich gerade mitgekriegt. Oder das wurde gerade bestätigt von dem Typen, mit dem ich sie verlobt habe. Ah, das ist der Bruder von ihm hier. Wir sind in der zweiten Generation, das ist schon alles komplett unübersichtlich. Was meinst du? Ja, es ist fürchterlich unübersichtlich, weil ich so viele Töchter habe. Siehst, ich tue sie einfach nicht betroffen, dann sterben sie aus. Naja, apropos. Wahnsinnig, das kannst du nicht machen. Na super, jetzt tauschen sie Belagerungen. Der Anführer unserer Revolution geht nach Naravan und holt sich das zurück, was der Emir, was der Kalif erobert hat, und der Kalif ist jetzt in Wasit und holt sich das zurück, was sich unser Anführer geholt hat. Das ist besonders intelligent, diese Kriegsführung. Oh, mein Sohn und Thronfolger Bühlmann ist jetzt schon ein Trained Fighter. Das ist schön für ihn. Ja, das ist wirklich schön für ihn. Mein Sohn hat mittlerweile zwei eigene Söhne und eine Tochter. Mein Sohn? Voll klatsch. Wie ist das eigentlich, wenn mein Sohn stirbt und mein Enkel von ihm übernimmt? Der Enkel ist nicht der zweite in meiner Thronfolge, oder? Nehme ich mal an. Schau nach in Succession. Lost Succession, dann siehst du alles. Er ist erst Dritter. Ja, Vierter sogar in der Succession. Das ist nicht gut. Und das Schöne ist, mein Halbbruder ist nur Sechster in der Succession. Dieses arme Schwein. Wie kriege ich Legolas nur immer so viele? Was kriegst du so viele? Ich würde gerne Legolas auf 4 bekommen, damit ich meine Leute höher besteuern kann. Legolas auf 4? Das wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Ja, ein paar Jahrhunderte, fürchte ich. Das wäre schade. So, ich werde jetzt trotzdem ein Law ändern. Und zwar werde ich meine Städte höher besteuern, so, und dafür ist das schon wieder. Ja, geht schon länger offensichtlich. Oh. Ja, ich bin bei Geld für euch. Was ist passiert? Jetzt habe ich Pietät gekostet und zwar wieder doppelt so viel aus der Stand. Nö. Ich merk's, was du gerade gemacht. Außerdem, I caught my daughter Biha lying to me again, straight to my face without batting an eye. I almost had an innocent servant sent to the stocks. Ja, jetzt kann sie deceitful werden oder auch oder wrath oder honest. Ich glaube, sie wird honest. Wenn ich es ermächtigen kann. Tja, das ist immer so eine Sache mit dem... Nein, sie soll das nicht verlieren. Even I am impressed, weil sie ist jetzt schon gut in Intrige, dann wird's vielleicht... Das ist okay.
ist eine Casper Town überhaupt? Wenn ich das nur wüsste. Schlagplatz im Markt. Das kostet alles so viel Geld. Ah, vielleicht sollte ich mal schauen. Ein Steward? Gibt es in der Zwischenzeit einen besseren Steward? Also die Herrscherdynastie des aber sieben Reichs wird immer besser, mit jeder Generation. Unser Kalif hat einen Sohn. Ein Jahr alt und er dürfte geistig halbwegs normal sein, er stottert nur. Also das ist schon ein Fortschritt gegenüber seinem Vater und seinem Großvater. Das ist aber sieben Reich sieht einer großen Zukunft. Gegen. Und er ist sickly. Ist nicht schlecht. Aber jetzt habe ich es geschafft. Was hast du geschafft? Wenn ich 55 Gold und 50 Prestige zahle, habe ich einen Anspruch auf Amadia. Gefälscht zwar, aber ja, tschüss. Anspruch ist Anspruch. Was macht der Kalif mit seinem Kamel da? Ja. Wo reitet der hin? So, das heißt, mein lieber Visier, du ziehst weiter. Nächste Nachbarsregion. Wisst ihr eigentlich, was ihr tut? Die spielen da gerade Hide and Seek in meinem Land. Die Truppen vom Sheikh Kamran und die Truppen vom Kalifen. Fahren da richtig wie im Ringelspiel. Ich frage mich gerade, wo ich meinen Großvezier als nächstes hinschicken soll, weil alle meine Nachbarländer sind irgendwie so stark. Tja, was soll's. Hey, da sind ja noch einmal 2400 Leute. Na, sag einmal, spinnt ihr? Jetzt belagern sie meine Hauptregion. Ah. I have received word an enemy host is approaching Has Salik and will momentarily have been. Warte mal, das muss ich mal genauer durchlesen. Momentarily have me and my family trapped within the walls. Na super. I must decide what to do before it's too late. My family be damned. I will save myself. Das ist gut. We should all try to escape together. Attempting escape together makes it less likely. Oh Gott, ich glaube, ich lande gleich in Gefangenschaft. Das heißt, du verdienst Aufständischer. Was heißt Aufständischer? I must stay and fight, but my family will run. Dafür kriege ich plus 2 Marshall, monthly prestige und monthly piety. Schau dir was an. Sei nicht zu gierig, dafür bist du tot. Together. Ja, ist wurscht, dann übernimmt mein Sohn. Tja, ist eine gute Frage. Was? Staying behind to defend will give Sheikh Mohammed Al-Afshin's family better odds of escaping. Ja, ich glaube, das werde ich machen. While some of my family are turned back by Sinan and his wild band of bullies, others make it through. I wish they had all escaped, but at least my sacrifice was not entirely in vain. Now I must defend myself and those of us left behind.
Okay. Aber sie scheinen auch nicht gefangen genommen worden zu sein. Zumindest schaut es nicht so aus. Ah, aber dafür sind sie in Hiding. Das ist schlecht. Vor allem bei der Sore, weil die ist kurz vorm Erwachsenwerden. Ich kann sie nicht zurückholen. Wieso kann ich sie nicht zurückholen? Ah, das ist eine eigene Farm. Bring Family Home, ja, du, glatt. Ich muss alle auf einmal heimbringen, vor allem die Belagerung ist eh schon wieder weg. Oder? Schaut das so aus? Das ist noch eine Belagerung? Nö. Ah doch, das ist eine Belagerung. Wer belagert da? 395 Mann? Das ist nicht so beeindruckend, das sind die Bulgaren. Ja, aber wieso belagern die meine Gebiete? Das können sie nicht machen. Nein, nein, die Bulgaren sind da südlich, das sind 480 Mann. Ja, ja. Aber immerhin haben die Bulgaren Al-Katif erobert. Immerhin? Ich schaue mir gerade an. Für das, dass sie so wenig sind, meine ich. Ich schaue mir gerade den Herrscher an, der dort ist, wo grad ich gerade einen Kriegsgrund gekriegt habe. Mhm. Und stelle fest, dass der schwierig, schwierig zu besiegen wird. Diese Region werde ich nicht so leicht kriegen, weil das gilt für alle anderen in meiner Nachbarschaft ja, hast auch. Keine, hast du keine Alliierten? Nicht bei Angriffskrieg. Oh ja, du kannst doch beim Angriffskrieg. Du musst eine Allianz mit ihnen gründen. Da braucht man Verwandte, die man verheiratet. Okay? Ja. Und deswegen verheirate ich meine ganzen Familienmitglieder, ja. Ja, meine sind leider nicht volljährig. War ich mit meinem Sohn eigentlich eine Allianz? Frage ich mich gerade. Was heißt no? Er will keine Allianz. Er hat political concerns. Was fällt dem Idioten ein? Frechheit. Er hat schon 3 Söhne. Bist du wahnsinnig? Fleißig, fleißig, mein Sohn. Achso, können wir weitermachen, oder? Entschuldigung, ja. Wir sind noch in Pause. Wir sind heute bis jetzt nicht so weit gekommen. Nein. Ja, aber wir führen auch gerade Krieg, also so gesehen. Da kommen ja, wir nicht weit. Ja. Hast du. Ich überlege mir gerade, was ist, wenn ich jetzt einfach den Typen daneben mir den Krieg erkläre. Aber ich fürchte, erstens, ich glaube, das kann ich nicht einmal noch. Weil wir gerade gemeinsam ein paar Kriege führen. Clear War. Was? Ich darf ihm nicht den Krieg erklären? Oh, das macht Sinn. Weil er nicht denselben. Er muss entweder mein Lehnsherr sein oder ein Vasall meines Lehnsherrs. Also, mein ältester Sohn hat gerade eine Ratte gequält. Mal schauen, ob ich da zustimme oder eher nicht. Kind oder cruel? Tja, kann beides was Gutes haben. Ah, jetzt, ich werde jetzt nicht das machen, das soll cool werden. Aber cool mit dem Diplomatie, das verstehe ich nicht. Schon bei dem Werken mit. Ja, echt wahr. Verdammt, mein Bruder hat einen Sohn entdeckt. Ah, ja, das ist nicht... unsere Endtruppen. Unsere Truppen sind gerade vernichtet worden. Das sollte dem Krieg ein ziemlich rasches Ende geben. So, mein Thronfolge ist jetzt kein. Ah nein, nein, Moment mal. Wieso darf ich den Sohn meines Bruders benennen? Irgendeiner von meinen Dings ist gerade gestorben. Von deinen Kindern? Nein, nicht von meinen Kindern, von meinen. Beim Sohn? Nicht Vasallen, sondern von meinem. Ja.
Okay, ich habe jetzt ein Mädchen. Ich habe Sore verheiratet. An den Bachram Kodatze. Okay, das war eine schöne Hochzeit. Ich lasse meine dritte Tochter durch das Militärische dieses Reiches erziehen und sie wird. Durch was lasst du sie laufen? Durch den Marshall lasse ich sie erziehen und ihr Marshall-Talent ist schon relativ hoch. Ich frage mich, was das für einen Sinn hat. Naja, mit dem Typen, mit dem sie verheiratet ist, der kriegt einen Bonus auf alles, alle ihre Werte. Und zwar, ich glaube, der halbe Wert von ihr wird zum Bonus dazu wird als Bonus bei ihm dazugezählt. Das heißt, wenn sie 14 hat. Du denkst viel zu technisch. Das ist eine kämpfende Frau, sowas darf es nicht geben. Du meinst, sie ist Brain von Tart? Ist sie wenigstens hübsch? Ja, das weiß ich nicht so recht, wie sie zu jung ist, sicher sagen zu können. So. Also ich kann das daneben gar nicht angreifen. Ich muss im eigenen Emirat Ansprüche stellen. Da ist es. Aber jetzt, also was ich tue, greift auf. Oder Großvezier, Abmarsch nach Tabriz. Er darf Tabriz nicht. Geh! So. Okay. Das wird mal schon wieder einen Titel kreiert. Ja, das war's denn wohl mit dieser Revolte. Ja, das war der Bulgare. Ja, das Männchen. Ach so. Es war keine Revolte, es war ja so. Sowas ähnliches wie eine Revolte. Oder meinst du unsere Revolte? Ja, die ist auch. Ich meine, wir haben praktisch keine Truppen mehr. Was macht der komische Kalif? Wo rennt der hin? Ich meine, es stört mich nicht, wenn er nach Haffa geht. Da kann er ruhig belagern, das kostet mich nicht zu viel Geld. Er kontrolliert ganz Basra und Rasid und dem Kalifen ist das egal. Ja, ganz offensichtlich. Das ist eh ein bisschen ärgerlich. Könnten wir bitte endlich Frieden schließen? Wir haben keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Sagen wir einfach, es ist schön. Es hat uns sehr gefreut, aber wir müssen jetzt alles wieder zurückgeben. Und weil wir so nett sind, dürfen wir uns alles behalten. Außer mein Emir, der wird geköpft und ich bekomme seine Titel. Ich passiere kurz. Was? Den ehemaligen Kalifen Al-Mutasa anbelangt, den leider viel zu früh verstorbenen. Verstorben, ich weiß nicht. Na, ja. Jedenfalls. Rulers throughout the Al-Abbasi Empire are slowly becoming more and more disaffected by what they deem to be Kalif Al-Mustafa's lack of ability to rule. They call his judgments simplistic and poorly thought out, and indeed they often seem to lead to poor ends. Many of them elect to bypass the Bajah entirely and go to his counselors instead. Und das erhöht wieder mal den Imperial Decay. Außerdem hat Sultan Ahmad, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, einen Krieg erklärt. Was wird denn als nächstes erobern? High Chief Khatab, the rulers of Al-Khatabi. Ja, da geht's nach Algier in die Sahara hinein. Das wird die Sahara erobern. Viel Glück dabei. Die Abbasiden krähen langsam Richtung Umayyiden, glaube ich, und Spanien. Wenn's weitergeht. Also nicht die Abbasiden, sondern eher die Mameluken, die späteren. Ja, yeah. Was soll's. Weiter geht's. Naja. Wir haben's ja. Warte mal. Warum?
fabriziere ich dann mühsam einen Anspruch auf Amadea und dann darf ich Vor den allem, es wieder kostet aus dem relativ Krieg viel erklären. Geld. Ah, warte mal, Ja, 55 Gold habe ich dafür hergegeben. Ja, ich weiß, das kostet ziemlich viel Gold. Was ich auch schon, Dings. My wife Muhaya has complained about me being absent so often. Was soll Ist es ich die, die tun? dich betrügt? Na, was weiß ich. Ich bin deswegen absent, weil durch meinen hohen Marshallwert bin ich Kriegsführer Feldherr, vom ja. Feldherr, genau von meinem Dings. Es wundert mich eh, dass ich noch lebe. And so, when I found that I had some extra gold to spend, I decided to buy her something nice. Maybe some sort of jewelry. Was? Mein Geld für sowas ausgeben? Nein! This bracelet would really bring out the color in her eyes. Lose 5 gold. Und sie wird grateful. Na gut. A cameo of myself, perhaps. Lose 10 gold. Und sie wird deeply in love. Okay. Ruby earrings is exactly what she wants. 15 gold. Sie falls in love with. Das ist meine Frau, die muss mich nicht lieben. So funktioniert, du hast keine Ahnung, wie Ehe und Liebe funktionieren, offensichtlich. Think I'll just keep the gold. Dann verliere ich 5 Prestige und sie mag mich nicht mehr. Disappointed. Wie alt ist die Frau denn? Zahlt sich schon. Du bist ja, sehr materialistisch. Ja, ich bin sehr materialistisch, es tut mir leid. Ja, Meine Frau ist gerade durchgegangen. Ich sollte besser nicht darüber reden. I think I'll just keep the gold, glaube ich. Ich werde wirklich mit dem Prestigeverlust gehen. Die Frau Sie ist. ist, ich schmeiß einfach 55 Gold raus für einen Anspruch, den ich niemals verfolgen kann. Weißt Und du, du bist zu so geizig. ich spare einfach auf eine schöne Stadt. Oder, na, oder, Das sage naja. mal, ob sie das überzeugt. Na, okay, ich gebe dir die Ruby Earrings. Du hast mich überzeugt. Sie ist deeply in love with me. Und das Schöne ist, die hat mit mir 4 Kinder und weißt du was? Sie hat eine Ambition, 5 Kinder zu haben. Vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Weil sie will ja ihre Ambition auch irgendwie erfüllen. Könnten wir jetzt bitte endlich mit dieser Revolution aufhören? Okay, ich gehe weiter. Wo ist denn diese Riesentruppe hin? Ah, die steht in Feit. Das ist ja lustig. Der belagert meinen Sohn. Das war mal recht. Nein, das war nicht recht. Vielleicht bringt er ihn um. Das wäre nicht gut. Nein, ich glaube nicht. Ihr belagert Tabuk, aber jetzt doch wieder nicht. Was wir? Aber es ist denn ja ihr Aufständischen. Ich glaube, ich muss jetzt mit meinen Truppen daherkommen, weil das dann geht ja nichts weiter. Belagern wir Tabuk? Ich hebe jetzt einfach meine Truppen aus und belagere mein Land, nur Gaudi halber. Das schaue ich mir jetzt an. So. Leute, Abmarsch. Ja, geht's dir noch gut? Ich überlege gerade, ob ich. Nein, ich werde nicht ausheben. Das ist mir zu blöd. Das kostet nur Geld. Du könntest Kabbala belagern. Oder noch besser, So, meine Truppen sind noch am Weg nach Kadesia. Spinnst du? Nein, ich bin nur ein treuer Untertan meines Kalifen. Was hast du eigentlich für eine Truppenzahl? Das wirst du schon merken, wenn sie vor deiner Tür stehen. Dann kannst du sie zählen.
15. Also, ja. Okay. Ach, weh. Na, viele Truppen können das nicht sein. Ganz kurz mal. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von meinem Emir Al-Allah, der inzwischen schon relativ alt ist. Und der will Guardian meiner Tochter werden. Ja, ja. Das wollen diese Leute immer wieder. Ist content. Ich bin gleich wieder da, ich suche mir nur schnell was, kurz. Ja, er will, dass seine Frau Guardian meiner Tochter wird und seine Frau ist. Sorry, da bin ich wieder. Ja, nein, er will, dass seine Frau Guardian meiner Tochter wird und das ist okay, weil die Tochter ist eh ein Schwammerl. Darf sie werden. Exakt. So. Arg, wie du von deinen armen Töchtern redest. Mhm. Okay, weiter geht's. Meine Armee ist bald da. Das wirst du dann bemerken. Nochmal Guardian? Nein, 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 nein. Ja, ja, das wollen die ganze Zeit. Warte mal. Ich muss wieder kurz passieren. Nein, sicher nicht mein Sohn, weil sonst wird er eine andere Kultur. Das mache ich nicht mit. Der wird die Client. Hast du gerade deine Truppen ausgehoben? Ja, klar. Warum das? Das kann ich nicht verstehen. Ich habe übrigens nur Schwammel Anführer geschickt, also die solltest du besiegen können. So. Ja, das bin ich mir nicht so sicher. Ich habe ja nicht so viele Truppen. Er kriegt keinen Guardian und meine Tochter Biha ist a tender and loving soul, trusting everyone in the castle. Like, we should will get hurt someday. Mit wem führen die Krieg denn? Sie ist gerade kind und das ist. Achso, das ist meine Genietochter, die will ich nur am Hof behalten. Will ich, dass die kind ist? Oder soll sie envious werden? Also. Ja, die wird envious. Good job. Nein, das ist schlecht. Lisha Pinder minus 15, das will ich nicht. Okay. Ja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass meine Truppen bessere Anführer hätten. Keine Ahnung. Wollen wir die anschauen? Was ist das? The Ethereal High Church, may you live in harmony and contentment. We would like to appoint you to Marshal. Was, ich bin noch gar nicht Marshal? Du wirst jetzt Marshal der Revolte, das ist, weil du deine Truppen ausgehoben hast und dich als fähig bewiesen hast. Ja, ja, klar. Das laufen deine Leute gerade davon von mir, sehe ich das richtig? Sagen wir mal so, sie sammeln sich. Achso, da kommt noch mehr! Naja, ich sehe ja gar nicht, was im Fight vor sich geht. Das ist, Fog of War. Ja, ja. Was ist da jetzt? Ja, das ist uns wurscht. Irgendwo in Ägypten, ja, ja. It has been some time since the members of the Tradition Faction has met. Schon wieder. I can postpone it for a time, but if I wait too long, my position of leadership may be in jeopardy. Hey! Hey, cool. ich bin Anführer. Wie kommt das? Ist der Typ gestorben? Nein, er ist in Gefangenschaft. Das muss dann auch passieren. Send out the invitations. Das ist groß. So, wen haben wir da drinnen überhaupt? Ich habe auch. Oh, ich habe einen Leader mit Marshal 3. Haha. Gebiete, das ist aber hoffentlich nicht euer Ernst.
Kurze Zwischenmeldung. Mein Emir, Al-Ala, dem seine Frau ist gerade unter verdächtigen Umständen gestorben. Außerdem sein ganz, also sein, der Sohn dieser Frau ebenfalls, ein paar Tage vorher, ist auch gestorben unter verdächtigen Umständen. Und das ist dieser Emir, wenn du dich letztes Mal erinnerst, der schon vorher unheimlich viele Frauen gehabt hat. Mhm. Ich zähle jetzt Frauen, wir zählen durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er hat jetzt sofort seine 6. Frau geheiratet. Also die meisten, also eine hat glaube ich eine Lungenentzündung gehabt, aber die meisten sind unter verdächtigen Umständen oder unter auf Auftrag des Emirs verstorben. Wirklich? Nein, auch von anderen Leuten unter verdächtigen Umständen. Ich gehe es gerade durch. Nein, da ist eine in Childbirth gestorben, das ist ja fast schön. Das ist romantisch. Ja, das ist so viel nur dazu, also was für ein liebevoller Mann mein Lehnsherr ist. Ja, schauen wir mal. Also, er war kurz unverheiratet. Das ist seine neue Frau. Okay, ich gehe wieder. Ja, machen wir. Meine Truppen sind weiter am Weg. Sind sie wo haben sich deine versteckt? Achso, ja, das ist ja auch vor, du siehst sie ja gar nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo deine Truppen sind. Oh ja, jetzt sehe ich sie, wenn sie das sind. Ah, ich sehe deine auch. Wieso das? Du führst sie hoch selbst an? Was? Wow! Warte mal, ich führe sie nicht hoch selbst an. Sicher. Ich habe mir das vorher angeschaut. Es ist Nard, ist der Anführer. Ja, aber du bist dabei, dann tust du einen Flügel kommandieren. Nein. Da steht Player Characters in Unit. Sheikh Mohammed Al-Afshin Al-Fafa. Da steht No Character bei mir. Bei meiner Armee, ja? Nein, bei meiner. Wenn ich meine Armee anklicke. Ich werde jetzt mal hier reinklicken. Oh, warte, ist was passiert. Warte, ist mal zu viel. Ich werde mal Right-Click auf dich selber machen und schauen, wo du dich... Das Leading Troops in Kardishia. Ja, doch. Ja, aber Kardishia, da sind nicht meine Truppen. Das Problem ist... Oh, das ist scheinbar die Armee. Das, du hättest doch nicht marschieren werden sollen. Fehler. Oh, und die marschieren jetzt auf meine Truppen zu. Du bist gleich in der Schlacht gegen mich. Also nicht gegen mich, nur gegen meine Leute. So, warte mal. One by one. Ich hab nämlich gerade an Dings, meine Faction trifft sich gerade. One by one. Naja, bei mir gibt's einen Sohn, der gerade keinen Guardian hat. Das ist nicht gut. Okay. Hast du schon einen Guardian für ihn? Nein, habe ich jetzt schon viel. Gut, dann lese ich mal meins vor. One by one, the lords and ladies of the faction assemble at my residence in Albatia. It is quite clear that the prevailing mood is that of fondness towards Emir Taher. Echt jetzt? And that things are going well in Al-Kufa. As faction leader, it is up to me to address them and determine the agenda for the meeting to come. I will strengthen my position within the faction. I plan to rally support for Emir Taher. I will stir discontent towards Emir Taher. Oder I have no particular agenda in mind. Ich glaube, ich werde zuerst einmal meine Position strengthenen. I have decided that this meeting is best spent promoting the interests of my most important ally, myself. How will I proceed? Hold a self-congratulatory speech? Ask the faction for membership dues? Oh, never mind. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klug war. 50% chance of your speech is met with cheers and applause, 25% is well received, a tepid reception. Was ist eine tepid reception? Lauwarm heißt tepid. Das heißt, ich habe eine 40%ige Chance, dass es gut geht,
und eine 30%ige Chance, dass es schlecht geht und eine 30%ige Chance, dass es wurscht ist. Was sind Membership Dues? Weißt du das? Mitgliedsgebühren. Dues sind Gebühren. Da haben wir halt nicht spannend die Rede. With a steady voice and eloquent rhetoric, you deliver what is perhaps the greatest speech of your life. Na schau, klingt gut. Praising your friends, denouncing your enemies and subtly reinforcing your virtues, you soon have the whole faction on their feet, applauding and shouting your name. Ist gut gegangen. They will surely support me now. Gain 50 prestige. Oh. Puh. Ich will auch Faction Leader werden. Nicht schlecht. Und nein, ich führe diese Armee nicht mehr an, die da auf dich zukommt. Was sind deine, du bist oder? Drinnen in der... Ich weiß noch nicht, soll ich bessere Leute in meine Armee reingeben? Ich bin nicht drinnen. Ich sehe, was da drinnen ist. Okay, da bin ja. Nicht ich drinnen. Also entweder... Hast du passiert? Nein, ich habe passiert. Ich werde jetzt mal ganz kurz. Lass mich das abdrehen, weil wir haben schon wieder 35 Minuten vorbei. Ich sag Tschüss.